In den meisten Fällen können siamesische Zwillinge aufgrund der Anordnung und der gemeinsamen Nutzung der Organe nicht getrennt werden. Abby und Belle Carson haben diese Chance genutzt und so sehen sie heute aus mit 18. Wie die meisten Eltern waren auch die Carlsons überglücklich, als sie im Februar 2005 erfuhren, dass sie schwanger waren. Bei der ersten Ultraschalluntersuchung erfuhren die Eltern, dass sie sogar Zwillinge erwarteten. Als der Techniker, der den Ultraschall durchführte, mehr als eine Stunde lang Bilder machte, hatte Mutter Amy, die selbst Krankenschwester ist, das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Sie bemerkte auch, dass der Techniker zu lange brauchte, um die Ergebnisse zu erklären. Dieses Gefühl der Erwartung und Ungewissheit sollte sich für immer in ihrem Kopf festsetzen. Amy und Jess Carlson aus Fargo, North Dakota, hätten nie damit gerechnet, dass mit ihren Kindern etwas nicht stimmt oder dass die Schwangerschaft alles andere als glatt und normal verlaufen würde. Nach gefühlten Stunden erfuhren die Eltern schließlich, dass die Babys einander zugewandt waren und vom Bauch bis zur Brust zusammengewachsen waren. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Eltern noch nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass siamesische Zwillinge bis zur Geburt überleben, statistisch gesehen nur bei 1 zu 100.000 beträgt. Die Nachricht war ein großer Schock für sie, denn weder in Amys noch in Jess' Familie gab es einen solchen Fall. Trotz dieser schrecklichen Aussichten war das Paar entschlossen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die beiden Mädchen auf die Welt zu bringen. Sowohl die Eltern als auch die Ärzte begannen mit der Planung verschiedener Szenarien, wie sie mit der Zukunft umgehen sollten. Laut einer Statistik des Johns Hopkins Children's Center kommen siamesische Zwillinge einmal bei 70.000 bis 100.000 Lebendgeburten vor. Diese Zwillinge sind immer eineiig, aber das seltene Phänomen führt zu unterschiedlichen und extrem medizinischen Herausforderungen, da jeder Fall von siamesischen Zwillingen individuell behandelt werden muss. Erst nach einer gründlichen Untersuchung kann festgestellt werden, ob die Möglichkeit besteht, eine Trennung zu versuchen. Die Anzahl der gemeinsamen lebenswichtigen Organe und die Art und Weise, wie sie geteilt werden, ist ein entscheidender Faktor. Es gibt keine Möglichkeit, den Schlag zu mildern, wenn man die Wahrheit über die Chancen teilt. Die Eltern mussten auf die Möglichkeit vorbereitet sein, dass nur einer der Zwillinge die Geburt überlebt. Amy und Jess beschlossen, mit der Situation Tag für Tag umzugehen, sich auf ihren Glauben zu verlassen und es der Hand Gottes zu überlassen, das endgültige Ergebnis zu bestimmen. Am 29. November 2005 wurden Abigail und Isabelle schließlich geboren. Als Amy ihre ersten Schreie hörte, war sie sehr glücklich. Sie sahen gesund und fast perfekt aus, aber leider waren sie noch nicht außer Gefahr. Sie mussten die nächsten 4 Wochen auf der Intensivstation bleiben, um die bestmögliche medizinische Versorgung zu erhalten. Das gab den Eltern Zeit, ihre Gefühle zu verarbeiten, sich darauf einzustellen und den nächsten Schritt zu planen. Nach reiflicher Überlegung und unter Berücksichtigung aller Fakten, die auf den Tisch kamen, entschieden Jess und Amy, dass die siamesischen Zwillinge getrennt werden sollten. Sie wollten, dass die Mädchen ein so normales Leben wie möglich führen. Sobald ein geeigneter Chirurg gefunden war, würde die Trennung eine sorgfältige Planung erfordern. Nach einem Monat im Krankenhaus konnten die Eltern die Mädchen vorerst mit nach Hause nehmen. Sie begannen Abigail liebevoll Abby zu nennen und Isabelle wurde Belle. Für die Eltern, die zum ersten Mal Zwillinge bekommen, ist es immer eine enorme Herausforderung. Aber mit siamesischen Kindern wird der Einsatz auf eine ganz andere Ebene gehoben. 2 gleiche Outfits wurden zusammengenäht und das Wechseln der Windeln war eine echte Herausforderung. Die Familie erlebte auch ein paar Rückschläge, als Abby eine Atemwegsinfektion bekam und Schwierigkeiten beim Atmen hatte. Nachdem sie ins Krankenhaus in Minneapolis geflogen wurde und sich erholt hatte, war Belle an der Reihe, nach Aufmerksamkeit zu schreien, da sie nicht mehr zunahm. Das war der Auslöser für Jess, die Option einer Trennung energisch zu verfolgen. Denn es war klar, dass sich der Gesundheitszustand der beiden Mädchen gegenseitig beeinflusste. Er nahm Kontakt zu Dr. Christopher Moore auf, einem Kinderchirurgen an der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Nach eingehender Beratung stellte der Chirurg fest, dass die Mädchen Gefahr liefen, zu sterben, wenn sie nicht bald getrennt werden würden. Die Ultraschalluntersuchungen und CAT-Scans gaben ihm Anlass zu ernsten Bedenken. Nach der Geburt blieben Abigail und Isabelle etwa 5 Monate lang zusammen, während die Ärzte ihre Strategie planten. In dieser Zeit stellten sie fest, dass die Lebern der Mädchen durch eine gemeinsame Blutversorgung miteinander verflochten waren. Sie waren am Zwerchfell verbunden und die Bauchspeicheldrüse und ihre Herzen überlappten sich. Sie teilten sich auch einen Teil des Darms. Die schiere Anzahl der gemeinsamen Organe machte die Operation zwar kompliziert, aber nicht ganz unmöglich. Die Ärzte waren zuversichtlich, dass sie die Operation bei sorgfältiger Planung erfolgreich durchführen konnten. Die Eltern hätten dem Eingriff vielleicht nicht zugestimmt, wenn ihnen nicht immer wieder versichert worden wäre,
dass die Chancen für eine erfolgreiche Trennung der beiden Mädchen bei mindestens 80% liegt und dass beide Mädchen überleben würden. Dr. Moore hatte in der letzteren Zeit auch zwei andere Paare von siamesischen Zwillingen erfolgreich getrennt. Aber es war die 20%ige Chance, die sowohl die Eltern als auch die Chirurgen nachts wach hielt. Dr. Moore erhielt die gewaltige Aufgabe, das medizinische Team zu leiten, das aus 30 hochqualifizierten Chirurgen, Anästhesisten und Krankenschwestern bestand. Die Operation würde in zwei Teile aufgeteilt werden. Zuerst würde die Trennung erfolgen und danach die rekonstruktive Operation. Für den rekonstruktiven Teil werden die Mädchen auf zwei separate Tische gelegt, an denen jeweils ein anderes Team arbeitet. Die ganze Prozedur wurde von Minute zu Minute choreografiert. Der endgültige Termin für die Operation wurde auf den 12. Mai 2006 gelegt. Die Eltern waren voller Emotionen, Angst, Pessimismus und auch absoluter Hoffnung und Zuversicht. An diesem Morgen küssten sie ihre beiden Mädchen und übergaben sie dem Personal, das sie voraussichtlich 12 Stunden operieren würde. Kurz darauf wurden die Mädchen in Narkose gelegt. Zuerst wurden die Herzen getrennt und stabilisiert. Die Trennung der Lebern war äußerst knifflig, aber die Ärzte arbeiteten weiter, bis die Zwillinge nach 7 Stunden Operation vollständig getrennt waren. Als die Rekonstruktion nach 10 Stunden abgeschlossen war, wurden die beiden Mädchen auf die Intensivstation verlegt und an die Beatmungsgeräte angeschlossen. Die Erleichterung in den Gesichtern von Amy und Jess war greifbar. Dieser Tag war wirklich ein Wunder für die Familie. Nur 2 Wochen nach der Operation verließen die Zwillinge schließlich das Krankenhaus, um ihr Leben als getrennte Kinder zu beginnen. In den ersten Jahren mussten sie spezielle Kleidung über der Brust tragen. Das galt vor allem für Isabel, die nur eine dünne Hautschicht über ihrem Herzen hatte. Aber die Ärzte ersetzten diese später durch ein Gore-Tex-Pflaster, um sie zu schonen. Schon als Babys hatten die Zwillinge sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Abby war die sensiblere von beiden, während Belle dazu neigte, sehr beschäftigt und ein wenig aufgedreht zu sein. Jede von ihnen wuchs und entwickelte sich in ihrem eigenen Tempo. Obwohl sich die beiden Schwestern über alles liebten, wollten sie immer eine eigene Persönlichkeit sein. Sie wollten nie als die Zwillinge bezeichnet werden, sondern zogen es vor, Abby und Belle genannt zu werden. Sie konkurrierten immer ein bisschen miteinander, aber das war eine gute Art von Rivalität. Eine Sache, die sie nie verstanden, war, dass die Leute sie nicht sofort auseinanderhalten konnten. Sie zogen es vor, in der Schule in verschiedene Klassen eingeteilt zu werden, damit ihre individuellen Persönlichkeiten zum Vorschein kommen. In der Schule galten sie als fortgeschrittene Schüler und in der Gesellschaft freunden sie sich schnell mit allen an. Sie nahmen an Sportarten wie Gymnastik teil und ließen sich von nichts aufhalten. Etwas, was sie an ihren anfänglichen Zustand erinnerte, war ihr Instinkt, sich gegenseitig an den Händen zu fassen, wenn sie in überfüllte Räume kamen. Ihre Eltern stellten fest, dass die Hände, die sich berührten, die waren, die ihnen näher waren, als sie noch zusammengewachsen waren. Sogar die Mädchen fanden das ein bisschen seltsam, aber es war ein Symbol für die besondere Verbindung, die die Schwestern immer haben würden. Abby und Belle gingen weiterhin zu den jährlichen Kontrolluntersuchungen in der Mayo-Klinik. Die Ärzte mussten sich vergewissern, dass alles in Ordnung war und die Entwicklung der Organe überwachen, die von der ursprünglichen Verbindung betroffen waren. Obwohl die Mädchen immer die besten Freundinnen der anderen bleiben wollten, sind sie Individuen. Ihre Halsketten sind manchmal die einzige Erinnerung an die unglaubliche Geschichte ihrer erfolgreichen Trennung im ersten Jahr ihres Lebens. Jetzt sind diese besonderen Zwillinge 18. Sie sehen umwerfend aus, sind gesund und glücklich und vor allem unterschiedlich. Jede von ihnen hat ihren eigenen Stil, ihre eigenen Leidenschaften und Hobbys und ist auf dem Weg, eine schöne junge Frau zu werden, die das Leben in vollen Zügen zu genießen weiß. Was für eine herzerwärmende Entwicklung. Hättest du den Mut gehabt, der Trennungsoperation zuzustimmen? Was hältst du von siamesischen Zwillingen? Sag es uns in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.